Deshalb mache ich mir keine Sorgen, wird sich nichts verändern. Ob schwarz-grün, schwarz-rot, schwarz-gelb, rot-grün, haben doch alle schon gehabt auch, oder? Fragen Sie mal einen Hartz-IV-Empfänger, was ihm lieber ist, rot-grün oder schwarz-gelb. Da sagt er, wollen Sie mir Scheiße in verschiedenen Geschmacksrichtungen anbieten? Rot-grün kam 1998 dran. Da hatten wir jahrelang drauf gehofft damals. Das Kohlregime war weg. Die Umverteilung von unten nach oben sollte endlich aufhören. Was haben Sie gemacht? Sie haben die Steuern für die Besserverdiener gesenkt. Erstmal haben Eichel, Schröder, Trittin und Joschka Fischer den Besserverdienern 10% der Steuer geschenkt. Sie haben die Einnahmen dieses Staates völlig ohne Not ruiniert. Mit dem Argument, wenn wir die Steuern senken, kurbeln wir die Konjunktur an. Das war das Argument. Die Einnahmen verringern, damit es klappt. Sie haben die Unternehmenssteuern gekürzt, Sie haben die Körperschaftssteuer reduziert, die Kommunen sind damals fast pleite gegangen an der fehlenden Gewerbesteuer. Sie haben die Hedgefonds ins Land geholt, weil sie die Unternehmensverkäufe steuerfrei gestellt haben. Auf einmal war es interessant, Unternehmen aufzukaufen, mit Schulden zu kaufen, ein paar Leute zu entlassen, das Unternehmen mit Gewinn weiter zu verkaufen und den Gewinn steuerfrei einzustreichen. Das alles gab es vorher nicht. Das hat rot-grünes Land geholt. Und dann, als sie gemerkt haben, der Aufschwung kommt nicht, wir kriegen Probleme, was haben sie da gemacht? Anstatt die Einnahmen des Staates wieder zu stabilisieren, haben sie gesagt, wir müssen sparen und haben bei den kleinen Leuten die Kohle weggeholt. Hartz IV haben sie gemacht. Das ist Fördern und Fordern. Fördern bei den Reichen und Fordern von den Kleinen. Das ist Rot-Grün. Und deshalb ist der Gauck auch ihr Kandidat. Natürlich. Rot-Grün macht keine Politik für die kleinen Leute. Die gehören dazu, zur ganz, ganz großen Koalition. Und deshalb ist es egal, wer da mit wem, wann, wie und wo. Das sind alles Schaukämpfe. Ich mache seit 29 Jahren Kabarett über dieselben Themen. Ich habe diese Koalitionen alle schon hinter mir. CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne, die mixen wir in ständigen Wechseln auf Landes- und Bundesebene. Wir hatten auch schon Ampel und Schwampel und Hampel. Alles haben wir schon gehabt. Ich mache seit 29 Jahren Kabarett über Rente, über Gesundheit, über Bildung, über Staatsverschuldung, über Steuergerechtigkeit, über Arbeitslosigkeit. Jetzt zeigen Sie mir mal einen von diesen zentralen Bereichen, wo wirklich was besser geworden ist. Durch die Politik dieser fünf Parteien. Wo ist was besser geworden? Bei der Rente. Wie viele Jahrhundertreformen bei der Rente haben Sie schon hinter sich? Ist da was besser geworden? Was ist mit der Bildung? Wie viele Jahrhundertreformen bei der Bildung haben Sie schon erlebt? Ist das, was aus den Schulen heute rauskommt, besser als vor 30 Jahren? Sind die Schulen besser? Was ist mit den Kindergärten? Ist da was besser geworden? Was ist denn hier beim Gesundheitswesen? Die Reformen im Gesundheitswesen, die jagen sich in immer kürzeren Abständen. Ist im Krankenhaus was besser geworden? Ist für die Ärzte was besser geworden? Ist für die Patienten was besser geworden? Wo ist was besser geworden? Alle jammern, alle meckern, alles wird immer schlimmer. Die Arbeitslosigkeit, ist die besser geworden oder ist es nur umetikettiert worden? Die Staatsverschuldung. Haben diese fünf Parteien in den letzten 30 Jahren die Staatsverschuldung auch nur einen einzigen Tag gesenkt? Die ist explodiert, die Staatsverschuldung. Zeigen Sie mir einen Bereich. Steuergerechtigkeit. Wie oft haben die das Steuersystem schon transparenter gemacht? Man kann es kaum nur erkennen, ne? Jetzt zeigen Sie mir einen einzigen zentralen Bereich in unserer Politik, wo sich durch die Politik dieser fünf Parteien irgendwas im Positiven gewendet hat. Kommen Sie nicht mit Dosenpfand. Oder mit grüner Punkt oder sowas, ne? Getrennt sammeln, vereint deponieren, so ein Quatsch. Ich meine einen zentralen Bereich unserer Politik, wo durch die fünf Parteien irgendwas besser geworden ist in den letzten 30 Jahren. Ich gebe Ihnen 6 Wochen Zeit für die Recherche. Sie dürfen auch den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages in Anspruch nehmen. Es kann nichts besser werden, weil die sich alle innerhalb desselben Argumentationskreislaufes des kapitalistischen Wirtschaftssystems bewegen. Die glauben immer noch, dass es jeder schaffen kann, wenn er sich nur anstrengt. Man muss die Hartz-IV-Empfänger nur in den Arsch treten, damit sie aus dem Quark kommen. Jeder kann es schaffen. Dieser Mythos ist immer noch da. Jeder kann es schaffen. Und der Grieche ist selber schuld, wenn er jetzt im Dreck sitzt. Der soll halt arbeiten. Jeder kann es schaffen im Kapitalismus, ja, aber nicht alle. Sie wissen selber, dass es jede Menge Berufe gibt, wo Sie sich den Arsch abhalten können und niemals auf den grünen Zweig kommen. Weil Kapitalismus ist wie Lotto. Da kann auch jeder Millionär werden, aber eben nicht alle. Immer nur einer. Dieses Wirtschaftssystem führt zwangsläufig dazu, dass einer größeren Gruppe immer schlechter geht, einer kleinen Gruppe immer besser. Und das war auch immer schon so. Und wir hat es immer schon diese Niedriglöhner gegeben. Davon haben wir immer unseren Reichtum finanziert. Wenn Sie für 27 Euro nach Mallorca fliegen wollen, von einem Flughafen aus, da muss einer für 1 Euro die Klos putzen, ne? Sonst geht das nicht. Aber wenn er 27 Stunden putzt, kann er ja auch mal fliegen.